bin Sarah und ich begrüße euch ganz herzlich zum Radio Day von Radio 1 und wir machen heute gemeinsam ca. 15 Minuten Hula Hoop. Ich gehe davon aus, dass ihr alle schon hulern könnt. Ich möchte euch am Anfang jedoch noch mal kurz ein paar Basics zeigen, damit der Reifen auch wirklich oben bleibt. Leg den Reifen eng an deinem Rücken an. Der Reifen ist waagerecht. Du suchst dir einen festen, stabilen Stand, drehst dich zur Seite ein und gibst dann so viel Anschwung, dass du dich auch also hier richtig mit eindrehst und dann hast du ganz entspannt Zeit, in deine Position zu kommen, dass der Reifen oben bleiben kann. Ja? Wichtige Fehler sind am Anfang das, also Schultern weg von den Ohren, wenn wir nichts mit den Armen machen. Aber ich gehe davon aus, dass ihr alle schon Profis seid. Ansonsten kannst du jederzeit die Hände hier in so eine Gebetshaltung bringen oder vor der Brust verschränken. Hauptsache, du verspannst dich hier nicht. Das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen ja ohne Schmerzen aus diesem kleinen Workout hinausgehen. Genau, ansonsten findet ihr auf meiner Instagram-Seite sarah-fitnessmama auch noch ganz, ganz viele Erklärvideos für Anfänger, für Fortgeschrittene. Die kannst du sonst vielleicht dir auch vorab schnell nochmal angucken. Auf nackter Haut hulern hilft tatsächlich auch vielen. Ja, also ihr seht das hier vielleicht, hier habe ich ein Stück Bauch frei gelassen. Dadurch hat der Reifen mehr Grip und er bleibt leichter oben. Versucht gar nicht so viel nachzudenken. Die Hauptbewegung kommt tatsächlich aus den Bauchmuskeln und die Bewegung geht eher vorrück, vorrück, vorrück. Ich übertreibe jetzt irgendwann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, passiert gar nicht mehr viel, weil ich wirklich den Anschwung sozusagen mit Hilfe meiner Bauchmuskeln aus meinem Bauch heraushole. Genau. Wenn das gar nicht geht, kannst du auch von links nach rechts ein bisschen Anschwung geben. Da nur darauf achten, dass du noch ausreichend Bauchspannung hältst. Denn anders als beim Dance Hula Hoop wollen wir ja die Bewegung eher vorrück machen und dadurch oder deswegen brauchen wir die Bauchspannung. Und wir trainieren ja auch noch nebenbei unseren Beckenboden. Das vorab kurz als Basics und ich würde sagen, wir fangen direkt an, dass wir keine Zeit vertrödeln und legen heute einen großen Schwerpunkt auf unsere Arme, einfach aus dem Grund, dass alle von euch mitmachen können. Ihr könnt natürlich gerne jetzt auch schon, während ich euch hier erzähle, mithudern, warm werden. Ihr seid ja alle warm. Ihr habt heute ja schon ein bisschen Sport getrieben, habe ich gehört. Genau. Fangen wir an mit den Armen. Bring deine Arme lang, seitlich, parallel zum Boden und lass die Arme nach hinten unten kreisen. Du kannst dabei eine Faust ballen oder die Handinnenflächen nach unten zeigen lassen. Wichtig ist nur, dass du die Spannung weiterhin im Bauch hältst, deinen stabilen Stand hast und hier eine Runde mit mir gemeinsam kreist. Ja, seht ihr das auch hier? Dass nicht das passiert, sondern wieder Schultern weg von den Ohren. Atme, lächle, hab Spaß und genieße es. Wir wollen auch beim Hula Hoop. Hula Hoop kann sehr, sehr anstrengend sein und kann den Puls richtig nach oben bringen. Bring die Arme zusammen und öffne sie. Ihr seht es jetzt leider nicht. Ich kann und will euch das jetzt sonst gerne von hinten zeigen, dass ich meine Schulterblätter wirklich aktiv hinten mit zusammendrücke. Ja? Also, wir machen nicht das, sondern wir gehen hier richtig kraftvoll rein. Der Bauch ist fest. Schließen und öffnen. Ich mache hier eine Double-Double-Bewegung. Du kannst aber jederzeit auch hier in so eine Single-Movement-Bewegung kommen. Einfach öffnen und schließen. Denk dran, die Spannung halten und du bist hier ungefähr auf Brust-Schulterhöhe. Wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Atme. Noch 4, 3, 2, 1. Kommen wir in meine Lieblingsübung. Das ist eine Kombiübung, die setzt sich zusammen aus. Zunächst einmal diesen Butterfly, den machen wir. Auch hier nimmst du kraftvoll, ich gehe ein bisschen weiter zurück, ich hoffe, ihr hört mich. Kraftvoll in dieser 90-Grad-Beugung hinten deine Schulterblätter zusammen. Ausatmen, einatmen. Und der Bauch ist weiterhin schön fest. Du kannst das Ganze, du kannst jetzt natürlich Musik anmachen. Das habe ich hier jetzt nicht. Dann habt ihr hier auch noch einen schönen Beat, auf den ihr arbeiten könnt. Aus und ein. Genau. Achtung, wir wechseln in den Latzug. Du kommst von oben, stellst dir vor, du greifst etwas nach unten mit der Ausatmung und einatmet wieder lösen. Auch hier, wir arbeiten mit unserer mentalen Vorstellungskraft. Das heißt, du stellst dir vor, du hast mindestens 5 Kilo pro Hand, die du jetzt hier runterziehst. Aus und einatmen. Komm, aus und ein. So wird die Bewegung automatisch
nicht nur effektiver, sondern natürlich auch intensiver, weil du dir vorstellst, boah, ich habe diese 5 Kilo, die muss ich hier runterziehen. Dein Bizeps arbeitet, deine Schultern, dein Rücken. Und was wir jetzt gleich machen, wir kombinieren genau diese beiden Übungen. Das heißt einmal den Butterfly, ne, ihr erinnert euch, und eben den Latzug. Wir machen ein paar Wiederholungen hier. Aus und ein. Komm, 4, 3, die letzten 2. Kombiniere. Achtung, schließen, öffnen, hoch und tief. Nochmal zu, auf, hoch, komm tief. Genieße die Bewegung, mach sie schön groß, dann wird sie effektiver. Halte die Bauchspannung, atme, halte deinen stabilen Stand. Wenn du willst, entweder bleibst du hier oder du wirst schneller, aber wir bleiben immer bei Qualität vor Quantität. Das heißt, die Bewegung bleibt sauber. Sehr gut. Weiter. Kraftvoll. Komm, noch 4, 3, die letzten 2, 1. Bring deine Hände, deine Handinnenflächen zusammen. Bring deine Unterarme zusammen. Und da bleiben sie zusammen. Und du kommst jetzt, du denkst, du bist am höchsten Punkt und pusht deine Arme hoch, hoch, hoch. Der Bauch ist fest. Genau. Das wirst du jetzt hier ordentlich in deinem Schulterbereich spüren, hoffe ich, im Bizeps. Hoch, hoch, hoch. Komm, wir pushen zusammen. Hoch, hoch, hoch. Sehr gut. Ich weiß, ich halte das Workout extra ein bisschen kürzer, weil ihr habt ja auch noch ein paar sportliche Tätigkeiten heute vor euch. Und da möchte ich euch ja nicht zu sehr quälen. Aber die Arme dürfen auch hier ein bisschen brennen. Komm, 8, die letzten 7, noch 6, 5, 4 und 3, 2. Von hier geht's in die Beugung. Bizeps. Du beugst bitte nur so weit, dass du hier die Spannung noch hast. Ja, also bitte nicht komplett hierhin, sondern das ist eine kleine Bewegung. Du spürst hier deinen Bizeps, der ackert. Aus und ein. Komm, weiter. Sehr gut. Wir ziehen das zusammen durch. Man kann beim Hula Hoop noch viel, viel mehr machen. Hula Hoop sind nicht nur die Arme, was wir jetzt machen, aber ich weiß halt nicht, wie euer Fitness- oder euer Könnensstand beim Hula Hoop ist, deswegen gehe ich jetzt eher davon aus, Arme kriegen wir alle hin. Die, die schon länger von euch hulern, die kriegen auch die Arme hin. Komm, nochmal pulsieren hier vorne. Auf, auf, auf. 4, 3, noch 2. Und lösen, sehr gut. Du kannst zwischendurch jederzeit deine Schultern kreisen. Atme durch, entspann dich, sehr gut. Kommen wir noch zu einer meiner Lieblingsübungen oder zu zwei meiner Lieblingsübungen, die es aber auch in sich haben, und zwar die Armschere. Du kreuzt dafür deine Arme bzw. Hände übereinander. Seht ihr das? Oben, unten, oben, unten. Let's go! Bauch ist fest. Atme, lächle, hab Spaß. Sehr gut. Und die ziehen wir jetzt hier schön kraftvoll durch mit Power. Wenn dir das reicht, bleibst du hier. Wenn du mehr möchtest, kommst du in die große Armschere. Die ist ein bisschen intensiver, weil du jetzt hier mehr Kraft brauchst. Ja, du kommst theoretisch einmal hier von den langen Armen oben und unten kreuzen. Los geht's. Finde dein Level. Solche Übungen mache ich übrigens auch in meinen Anfängerkursen. Ja, ich habe verschiedene Stufen für Hula-Hoop-Kursteilnehmer. Und sowas schaffen auch die Anfänger. Natürlich fällt der Reifen das ein oder andere mal runter. Das kann passieren. Aber wir wollen uns ja eh irgendwie langsam steigern. Und zusammen kriegen wir das hin. Deswegen habe ich auch ganz viele Tipps auf meiner Instagram-Seite, dass jeder von euch irgendwann vielleicht auch mal mit dem Hula Hoop tanzen kann. Das ist ja so die Königsdisziplin. Wechsel nochmal in die kleine Armschere. Komm, oben, unten, oben, unten. Sehr gut. Noch 4, 3, die letzten 2, 1 und entspann dich. Gerne die Schultern nochmal kreisen. Ich würde sagen, wir geben unseren Armen einen kleinen Moment Pause und machen jetzt etwas, wo du direkt merken wirst, huch, hier passiert was mit meinen Bauchmuskeln.
Und zwar bring deine Füße ganz eng zusammen. Bring deine Arme, das ist Stufe 2, wenn du mehr willst, lang zusammen. Ansonsten nimm sie hier, jetzt ist meine Haarspange weggeflogen. Sonst nimm sie hier in unsere Gebetsstellung oder vor der Brust zusammen. Zieh dich lang. Und auch hier mein Credo, Schultern weg von den Ohren, ganz wichtig. Atme. Und jetzt wirst du merken, der Reifen möchte abhauen. Du brauchst jetzt ganz, ganz viel Bauchspannung, um den Reifen oben zu halten. Wir machen das zusammen. Komm, atme. Etwas schneller. Wir machen das jetzt übrigens alles in eine Richtung. Und entweder du wechselst jetzt schon mal die Richtung, weil wir schon über die Hälfte durch haben. Oder du sagst, ach komm, ich gebe es mir heute richtig und machst es gleich nochmal gleich in die andere Richtung. Und wenn du da bist, dass du das doch nicht hinkriegst mit der anderen Richtung, weil man hat ja bekanntlich immer eine Schokoseite, dann ist das auch nicht schlimm, aber da kommst du auch noch hin. Langfristig solltest du beide Seiten trainieren, damit keine muskulären Disbalancen und Haltungsschäden daraus resultieren. Komm, durchhalten, 10 Sekunden noch. 4, die letzten noch. 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Hast du direkt gemerkt, dass das eine ganz andere Spannung ist, die du da aufbauen musst. Was ich jetzt gerne mal mit euch machen will, ist ähnlich eigentlich wie die Übung gerade, außer dass du jetzt deinen stabilen Stand weiterhin hast und du gibst mal richtig Gas. Das heißt, der Reifen wird jetzt richtig schnell. Du hältst hier ordentlich die Spannung. Das schaffst du über deine Bauchmuskeln. Wird es jetzt hier ganz, ganz schnell. Genau. Atme. Schneller. Das schaffen wir alle zusammen. Zusammen schaffen wir das. Sehr gut. Halte durch. Nochmal Gas geben, die letzten Sekunden. 10. Noch 9. Noch 5. 4. 3. Die letzten 2. 1. Und ganz entspannt. Ich habe gerade mal auf die Zeit geschielt. Unsere Zeit ist ja schon ziemlich fortgeschritten. Und ich habe ja extra gesagt, ich möchte das Ganze heute nicht länger als 15 Minuten machen, dass ihr ja theoretisch auch noch die Zeit hättet, eure Richtung zu wechseln. Aber ein paar Übungen schaffen wir noch. Oder Radio 1? Ja, schaffen wir. Sehr gut. Dann bringst du deine Daumen nach oben. Wir sind ja bei den Armen heute ganz viel. Und die Bewegung kommt hier aus der Schulter. Du machst hier jetzt so eine Paddel- oder auch Hackbewegung. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Wichtig natürlich, die Bauchspannung, dass der Reifen oben bleibt. Und hier bleibst du jetzt erstmal. Hältst die Spannung, atmest, lächelst. Und wenn du mehr möchtest, führst du die Bewegung weiterhin aus und öffnest dabei jetzt deine Arme. Das heißt, ihr seht das jetzt schon bei mir. Ich bringe mich selbst jetzt hier aus dem Konzept so ein bisschen. Das ist tricky, aber super effektiv. Und dann kommst du wieder mit deinen Armen hier vorne zusammen. Öffnen. Und zusammen. Sehr gut. Nochmal. Auf. Und zu. Perfekt. Letzte Runde. Cut. Und nochmal auf. So, wenn wir jetzt hier sind, tappst du im Wechsel einmal auf deine Schulter. Tap, tap, tap. Die Arme gehen immer lang. Auch hier, ihr kennt das jetzt mittlerweile schon, auch wenn ihr mich als Trainerin noch nicht kennt. Ich möchte, dass ihr über eure Vorstellungskraft arbeitet und die Spannung hier haltet. Es sind die letzten Sekunden unseres Workouts. Ihr habt es schon fast geschafft. Komm, tap, tap, tap. Sehr gut. Atme. Beide Arme gleichzeitig, gleiche Bewegung. Tap, tap, der Bauch ist fest. Wahnsinn, haben wir echt schon 14 Minuten um. Das gibt es doch gar nicht. Das ging jetzt schnell, oder? Ich hoffe, es war für euch auch kurzweilig. Einmal noch, der letzte Wechsel. Arme lang nach vorne, gleiche Bewegung, wechselseitig. Shoulder taps von vorne. Bam, bam. Entweder du machst es langsamer, so ein bisschen zeitversetzt. Einmal vor, rück. Oder du bringst etwas Speed dahinter. Sehr gut. Komm, die letzten Sekunden schaffen wir noch zusammen. 4, noch 3, 2 und einmal möchte ich jetzt ganz zum Abschluss noch den Puls mit euch hochbringen.
Ich zeige euch zwei Steigerungsformen. Das ist einmal die Speedball-Übung. Das heißt, du kreist jetzt hier deine Hände bzw. Arme übereinander nach vorne. Volle Pulle. Und wer kann von euch, kann auf der Stelle jetzt hier noch so einen Quick-Feet-Bewegung mit dazu machen, okay? Das machen wir zusammen, ca. 20, 30 Sekunden und dann habt ihr es geschafft und seid erlöst. Auf die Plätze, wir starten, go! Entweder du bist hier, dann halte deinen schönen stabilen Stand schön fest hier. Ich muss ja so ein bisschen runterkommen, dass ihr mich sehen könnt. Volle Pulle, huhuhuhu. Oder wenn du noch mehr willst, dann kommst du hier in diese Skipping-Bewegung oder auf Quick-Feet. Schnell, 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 schnelle Füße. Atmen, lächeln. Egal, wo du bist. Ich hoffe, du hattest etwas Spaß. Die letzten 10 Sekunden. Komm. 4, nach 3, 2, langsam die Schultern kreisen. Ich verzichte jetzt bewusst auf einen Cooldown. Das könnt ihr gerne machen, indem ihr jetzt einfach ganz entspannt noch zu Ende hulert. Den Puls langsam nach unten gehen lasst. Meiner ist nämlich tatsächlich jetzt ziemlich weit oben. Ich hoffe, deiner auch. Ich hoffe auch, ihr hattet etwas Spaß. Und ja, wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Sportabzeichen abholen vom Radio 1 Radio Day. Viel Spaß noch.